Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Häkelanleitung. Heute zeige ich euch, wie man so Haargummis selber häkeln kann. Ganz gut auch für den Sommer natürlich. Ich verwende hierfür Perlgarn, heute mit Glitzer. Also ich würde ganz, ganz dünnes Acrylgarn verwenden, das ist schön leicht. Baumwollgarn würde ich weglassen, das wird zu steif alles und man kann das nachher nicht mehr so gut in die Haare eindrehen. Also am besten so ein ganz leichtes, sehr, sehr dünnes Perlgarn. Eine Schere, Wollnadel, eine Sicherheitsnadel brauchen wir, am besten eine recht lange, wenn es geht. Und dann so ganz dünne Gummibänder, so entweder so als Kordel oder so was ganz Dünnes, so Gummilitze, aber ich würde eher zu so einer Kordel tendieren und dann kann es auch schon losgehen. So, ich hatte eben vergessen noch zu sagen, Häkelnadel der Stärke 3,5 verwende ich hier. Um diese Größe in etwa von so einer Handfläche zu bekommen, nehmt ihr zunächst eine Masche auf die Nadel auf. Ich häkel das Haargummi in Reihen und nähe das später zusammen, was ich euch dann zeige. Insgesamt werden 53 Luftmaschen gehäkelt. Und wenn ihr dann diese 53 Luftmaschen fertig gehäkelt habt, nehmt ihr euch die vierte Masche nach der Masche auf der Nadel und beginnt Stäbchen zu häkeln. Die ganze Reihe durchgehend Stäbchen. Von der Stäbchenanzahl sind es dann insgesamt 50 Stäbchen, die ihr in jeder Reihe häkelt. Und wenn ihr dann das letzte Stäbchen in dieser Reihe gehäkelt habt, häkelt ihr drei Wendeluftmaschen. Dann wird die Arbeit gewendet und es geht weiter mit Stäbchen. Insgesamt häkelt ihr sieben Reihen durchgehend Stäbchen und am Ende die drei Wendeluftmaschen. In der letzten Reihe, wenn ihr die fertig gehäkelt habt, die siebte Reihe, da häkelt ihr dann zum Abschluss nicht drei Wendeluftmaschen, sondern nur noch eine. Und wenn ihr dann soweit seid, sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. Wenn ihr dann soweit seid und alle Reihen gehäkelt habt, sowie die letzte Luftmasche, faltet ihr das in der Mitte zusammen. Und jetzt werden feste Maschen gehäkelt, also mit festen Maschen durch beide Schichten hindurch, denn wir häkeln jetzt das alles zusammen, dass es so einen kleinen dünnen Schlauch ergibt. Und das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass dies nur so ein Beispiel ist. Ihr könnt natürlich die Größe variieren, je nachdem, wie groß ihr das Haargummi haben möchtet. Denkt daran, dass dieser Schlauch immer größer ist bzw. länger ist als am Ende
das Haargummi in der Runde, weil das ja durch das Gummiband noch gekräuselt wird. Und dann zieht sich das ein Stück weit zusammen. Also es muss immer ein bisschen länger sein. Und vielleicht seht ihr bereits, dass ich hier dieses Fadenende, was am Anfang war, für diesen Fadenanfang ist das ja dann viel mehr, mit einhäkle, dann brauche ich den später nicht vernähen. So, wenn ihr dann am Ende angekommen seid, häkelt ihr zum Abmaschen zwei Luftmaschen und lasst einen etwas längeren Faden dran, weil wir den dann noch brauchen, um die beiden Endstücke zusammenzunähen gleich. So, ich habe hier schon mal ein Stück Gummifaden abgeschnitten und hier gibt es einen kleinen Trick, und zwar hierfür brauche ich dann die Sicherheitsnadel und knote das Ende fest, nicht allzu fest, wir müssen es ja wieder abbekommen. Aber es ist halt eben der Trick, um das Ganze gut durch diesen Schlauch hier zu bekommen, weil wir die Sicherheitsnadel ja immer spüren können. Und so können wir den Faden, das Gummiband, gut hindurchfädeln. Dann wird es wieder abgemacht. So. Beide Enden übereinander legen und dann den Schlauch so ein bisschen zusammenziehen. Es soll ja gekräuselt sein, damit wir das gleich gut dehnen können, aber auch nicht zu weit, sonst geht nachher gar nichts mehr. Also es soll gut eine gute Mischung sein, weil wenn es zu weit ist, ist das Gummiband zu straff und dann ist auch nicht mehr viel mit Dehnen. So, der Knoten sollte sehr fest sein, sollte ja nicht mehr aufgehen können. Dann die Enden abschneiden. So, und jetzt geht es darum, die finalen Arbeiten oder die finale Arbeit beiden Endstücke miteinander zu verbinden. Einfach mit ein paar Stichen ringsherum. Und das Gummiband darin auch gut verstecken. Und ihr näht jetzt einmal ringsherum, um die beiden Enden miteinander zu verbinden. So, wenn ihr einmal rumgenäht habt, macht ihr noch am Ende einen Knoten. Und dann vernäht ihr den Faden in der oberen Naht, die ihr gehäkelt habt, mit festen Maschen. So, und dann ist ein Gummiband, ein Haarband fertig. Schön elastisch. In unterschiedlichen Farben. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze variieren, auch in der Größe. Das obliegt gleich bei euch.